Stadionerlebnis bewerten bei Fortuna Düsseldorf. Mein neues Format startet jetzt genau. Das erste Video, wo ich als Auswärtsfan so ein bisschen das Stadionerlebnis bewerte aus der Brille des Fans, aber auch aus der Brille des Fußballmanagement-Studenten, denn ich bin jetzt auch abgeschlossener Bachelor unter anderem und gerade mein Master und habe da viele Sachen auch erfahren dürfen. Und ja, heute reisen wir zu Fortuna Düsseldorf, denn ich war jetzt am Wochenende bei Fortuna Düsseldorf, aber auch schon öfter bei Fortuna Düsseldorf, dass ich dort so ein bisschen meine Analyse reingehe. Wart ihr schon dort? Das würde mich auch mal sehr interessieren. Und ja, was kann man zum Stadionerlebnis erzählen? Erstmal natürlich Anreise. Das ist ja so ein Punkt, den man immer in die Bewertung auch reinpacken muss. Anreise, reist du mit dem Bus an, hast du natürlich einen Gästeparkplatz dort, einen großen Gästeparkplatz, zahlst aber dann auch mit dem Bus zum Beispiel, mit dem Reisebus, 35 Euro, schon eine stolze Nummer, meiner Meinung nach. Als Auto, also den Autopreis weiß ich selbst gar nicht. Reist du mit der Bahn an, hast du immer den Shuttle eigentlich vom Flughafen Düsseldorf und fährst dann ungefähr so 20 Minuten, Viertelstunde ungefähr mit dem Bus, mit der Polizeieskorte. Und dann kommst du in dieses gewaltige, riesengroße Stadion von Fortuna Düsseldorf, Merkur Arena, so heißt sie ja. Und ja, modernes Stadion, ein schöner Gästeblock, das muss man auch sagen. Ich finde, Fortuna Düsseldorf hat einen mega schönen Gästeblock, einen guten, großen. Je nachdem, wie groß deine Fußballszene ist, also deine aktive Fanszene und dein generelles Umfeld, wie viele Leute dorthin fahren, desto größer wird er ja auch. Viele Fußballszenen benutzen ja auch den Oberrang als den Unterrang und wir sind eigentlich immer in der Regel auch im Unterrang und ich finde die Stimmung dort ist immer sehr gut. Was man natürlich erwähnen muss, Stadionpreis geht auch in eine Bewertung rein meines Formates. Stadionpreis 16 Euro jetzt diese Saison, in den letzten Saison weiß ich gar nicht mehr wie viel es war, aber auch immer ungefähr dieses Verhältnis, finde ich schon einiges an Geld für einen Stehplatz meiner Meinung nach. Auch, dass man halt zum Beispiel keine Ermäßigung hatte, zum Beispiel im Vorverkauf, wenn man es dann online kauft, wo man natürlich auch immer einen Preis dazu zahlt bei der Bearbeitungsgebühr deines Heimatvereins. Auch eine fragliche Sache meiner Meinung nach immer. Und Thema Catering im Stadion. Sehr geringe Auswahl. Du hast einmal die Krakauer, du hast einmal die normale Bratwurst und die Brezeln. Für 5 Euro eine Krakauer fast, schon ein sehr, sehr stolzer Preis. Eine Bratwurst, die jetzt vielleicht nicht ganz so mega, mega, mega ist, meiner Meinung nach. Also erinnert mehr an der Bockwurst, die ein bisschen zu Bratwurst wurde. Stadionpreise auch in Bezug auf die Getränke. Ja, ganz normale Getränkeauswahl natürlich. Ich trinke ja kein Bier, deshalb kann ich nie was zum Bier sagen. Ich meine auch, um die 5 Euro habe ich jetzt gezahlt für den Mezzo-Mix, also das sind normale Stadionpreise leider heutzutage. Ganz kurz vielleicht, warum zeige ich euch jetzt kein Video von den Spielen, dazu mache ich aber nochmal ein kleines Video, glaube ich, extra. Weil ich bin als Fan im Stadion, heißt auch, ich bin nicht mit Kamera als Content Creator groß im Stadion, dass ich groß Videos mache, vielleicht mal vereinzelt ein, zwei Videos. Deshalb wird dieses Format eher was da drüber sein, dass ich halt mehr darüber spreche, das bewerte und mit euch reingehe in so verschiedene Ebenen. Wie zum Beispiel, ja, Sauberkeit, top, also das Stadion sauber, von außen, von drin. Toiletten auch mega, mega viel Platz dort auch, also ist natürlich, das zählt auch, finde ich, auch zum Stadionerlebnis. Und zum Gästeblock habe ich ja schon was gesagt, selbst ich habe dort auch schon jahrelange Erfahrung. Denn ich habe mich mal irgendwann in den Zaun eingehängt, als wir dort mal gewonnen haben. Also sind da noch vielleicht Blutstückchen von mir. Nein, Spaß. Aber ja, generell, klar, Düsseldorf, Traditionsverein, mega Fankulisse dort und Stadion immer gut besucht. Jetzt hat ja auch Düsseldorf das Konzept gehabt, glaube ich, auch, oder bei mehreren Spielen werden die das Konzept bei ihren Heimfans ja auch mit kostenlosen Tickets, meines Wissens. Und wie bewertet man das Stadionerlebnis jetzt? Also von Stadionsprechern und Co. habe ich jetzt bisher noch gar nicht so viel mitbekommen dort. Also da Musik war auch, glaube ich, ganz gut, liefen ein paar coole Lieder. Akustik ist ja eh immer sehr gut, auch wie gesagt als Auswärtsmannschaft. Man wird nicht behindert von irgendwelchen großen Zäunen und von irgendwelchen großen Sachen.
Also das Stadionerlebnis abzüglich der, ich sag mal, Bewirtung vielleicht und den teuren Preisen, liegt bei zwischen 7 bis 8, also meiner Meinung nach von 10 Punkten. Was sagt ihr? Würde mich mal interessieren. Und ja, wie gefällt euch das Format? Ich will das auch noch optimieren. Es wird auch natürlich noch ein bisschen anders sein. Das erste Mal, dass ich dieses Format jetzt mache. Und ja, freut euch auf mehr neue Fußballvereine, wo ich eure Stadien bewerte. Auch da, ich muss immer versuchen zu vergessen, weil ich auch das Format habe, jeden Tag einen neuen Fußballverein. Fußballvereine zusammen, sondern Stadien diesmal. Und ja, lasst gerne hier ein Follow auf meinem YouTube-Kanal, auf anderen Kanälen, YouTube, TikTok, Instagram, überall könnt ihr mich finden. Und ich freue mich auf mehr, auf euch, auf eure Kommentare. Let's go!